Hallo und herzlich willkommen zur Augustlegung für all diejenigen, die den Wassermann im Sonnenzeichen, im Aszendenten, im Mond oder in der Venus in sich tragen. Wir schauen jetzt gleich in Sachen Liebe und Beruf rein. Das Kartendeck ist von mir. Alle weiteren Infos findet ihr in der Infobox. Und wie immer gilt, es ist eine öffentliche Legung. Sie kann, muss aber nicht mit dir resonieren. Ich appelliere da an den freien und gesunden Menschenverstand. Gut, lieber Wassermann. Zuerst schauen wir einmal in Sachen Liebe und Beziehungen rein und gucken mal, was da so los ist. Da möchte eine Verankerung stattfinden, aber ist noch ein bisschen Unruhe angezeigt. Verbindungsaufbau. Wassermann hat jemanden kennengelernt scheinbar oder lernt hier jemanden kennen. Wir haben ja auch noch den Park, die Öffentlichkeit. Ja, und dann geht's los, ne? Gehst du jetzt das Risiko ein oder nicht? Wir gucken mal, was das Tarot dazu sagt. Liebes Universum. Was kriegen wir denn hier zum Anker? Der Teufel. Ja. Ich sehe das schon, hier möchte jemand vor der Liebe wegrennen. Hat hier ein bisschen Angst vor der Liebe. Also, Teufel ist auf jeden Fall Schattenthematik. Hier hat jemand Angst, sich verführen zu lassen, ist voll im Befreiungsbedürfnis, fühlt sich eingeengt, ne? Gerade weil hier auch die Hochzeit angezeigt ist. Wassermann, wenn du glücklich bist, wenn du verliebt bist, so die ersten Gefühle entwickelst und wenn es erstmal nur das erste Date ist und dir es einfach super gefallen hat, geh nicht in deinen Verstand und mal dir gleich wieder das schlimmste Übel aus und wohin das alles führen könnte und ob du deine Freiheit hast, ob du diese Menschen unterbringen kannst. Völlig irrelevant, ja? Du bist hier glücklich und zufrieden und in Verbundenheit. Die Unruhe, die bringst du gerade selber mit rein. Ja, guck mal hier, die 9 der Schwerter. Ja. Das Gedankenkarussell, die schlaflosen Nächte, die eingebildeten, übertriebenen Sorgen, die wirren Gedanken, der lähmende Kreislauf. Mit den 9 der Schwertern möchten die Karten dir sagen, beziehungsweise das Universum dir sagen, fokussiere dich auf die positiven Dinge des Lebens. Und das ist in dem Fall auf jeden Fall dieses emotional sicher sein. Erlaube dir auch, in dir emotional sicher zu werden. Vielleicht ist das die Thematik mit dem Teufel, dein Schattenthema, mit dem du dich noch auseinandersetzen darfst und was das Gegenüber jetzt hier ein bisschen antriggert. Wir schauen mal weiter. Denn so wie es aussieht, springst du ja erstmal über deinen Schatten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und versuchst hier dennoch Verbindung aufzubauen. Ritter der Kelche auf dem Kopf. Ja, hier ist so ein bisschen Spielerei und Trickserei angezeigt. Und das Thema Egoismus, Eifersucht oder erwiderte Liebe, Schmollen, nicht offen sein für die Liebe. Was ist das hier, liebes Universum? Was malt der Wassermann sich hier aus? Der Wagen sagt, siegt über die Widrigkeiten, loslegen, die Zügel übernehmen und mit Klarheit und einem Aha-Moment in den Erfolg gehen. Ich denke mal, und da frage ich mal rein, ist der Ritter der Kelche auf dem Kopf hier, die Hirngespinste vom Wassermann? 7 der Schwerter sagt, nein, das sind nicht die Hirngespinste. Es ist die Vergangenheit vom Wassermann. Ja, du selbst für dich bist in der kompletten Sicherheit, nur wenn es um dich selbst geht. Bei der Komponente der Nummer 2, da bist du unsicher, weil hier in der Vergangenheit das Thema Lug und Betrug eine Rolle spielt. Und jetzt Wassermann, sei bitte ehrlich zu dir selbst. Was kann deine Vergangenheit was kann der neue Mensch für deine Vergangenheit? Gar nichts. Und eigentlich ist Wassermann ja immer sehr rational unterwegs und weiß eigentlich genau, was er oder sie will. Aber sobald es in diese zwischenmenschliche Komponente geht, wird es schwierig. Deswegen haben wir hier auch Energie mit der 3, ja, ein Anfang, um etwas loszulassen, um etwas zu verlieren, was die 5 angeht. Hier gibt es Energie
um eine langfristige Entscheidung zu treffen. Für dein Schicksal, für dein Karma. Hier brauchst du Mut, Gelassenheit. Und dann haben wir hier noch Dualität. Ja, ein Anfang bzw. etwas endet und fängt wieder von vorne an. Und hier haben wir mit der 3 und der 9 auf jeden Fall auch Energie, um etwas abzuschließen. Ja, die 9er stehen ja auch für Abschlüsse. Dann schauen wir mal, was wir jetzt zum Park bekommen. Ist jetzt zum einen auch dein Unterbewusstsein, was sich hier meldet. Zum anderen die öffentlichen, ja, guck mal hier, die öffentlichen Treffen, ne? Page der Kelche. Mhm. Die 8 der Kelche. Guck mal, hier geht das Loslassen schon los. Du ziehst eine Bilanz aufgrund der Verliebtheit, die hier stattfindet, und lässt alte Geschichten hinter dir. Die, die mir schon länger folgen, wissen das ja. Ich liebe es, wenn die 8 der Kelche rausfallen, weil 2 Kelche gehen raus. Eine alte Beziehung geht raus. Das heißt, du schaffst hier Platz für 2 neue Kelche. Und ihr wisst ja, im Tarot sind die 2 der Kelche die Karte der Anziehung, der Bindung, des Vertrages, der Gefühlsklärung. Und mit dem Buben der Münzen ist hier auf jeden Fall Neugier. Ja, du bist gut trainiert, um hier etwas Neues zu starten. Das weißt du auch. Dessen wirst du dir bewusst, während du hier diesen Menschen datest. Und vor allen Dingen bist du mit dem Buben der Münzen auch in deiner Erdmagie. Das heißt, dieser Mensch, der möchte dir gar keinen Platz streitig machen. Ganz im Gegenteil. Der ist in deiner natürlichen Energie. Weil du bist ja hier auch in der Energie der Erde. Dann schauen wir mal, ob du hier das Risiko eingehst mit dem Glück. Sechs der Kelche. Ja, du verhandelst noch, du haderst noch ein bisschen aufgrund der Vergangenheit. Übernimmst hier aber tatsächlich wieder die Führung. Fängst an, Prioritäten zu setzen, findest die goldene Mitte. Und gehst verantwortungsvoll in einen langsamen Reifeprozess. Grundsätzlich sagen die Karten jetzt erstmal, hier ist alles offen. Also wir haben jetzt noch nicht den Hinweis hier auf wirklich die feste Partnerschaft, aber wir können sehen, du bist glücklich. Du triffst dich mit diesem Menschen, du hast Spaß und definitiv verhandelst du hier mit deiner eigenen Führungsenergie und die hast du ja in gewisser Weise auch in dir. Jetzt zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Wie du dich letztendlich entscheidest, das musst du dann selber tun, weil Kartenlegungen können dir eine Entscheidung nicht abnehmen. Ja, da würde ich mal sagen, lieber Wassermann, viel Spaß beim Daten und Flirten. Und wie gesagt, mach keine Panik, wo es keinen Grund zur Panik gibt. Mhm. Und damit schauen wir mal auf Beruf und Finanzen hier für die Wassermänner. Wie sieht es denn da aus? Da haben wir schon mal Leichtigkeit generell im Beruf und auch in den Finanzen liegen. Auch da könnte noch ein Vertrag eine Rolle spielen. Dann geht hier etwas sehr schnell vorwärts. Hier ist ein Aufbruch angezeigt. Ein Abschluss. Vielleicht auch ein kleiner Schockmoment. Ich hoffe mal nicht. Und viel Arbeit, ja. Du arbeitest hier auf jeden Fall an deinem Traum, ne? 6 beziehungsweise hier Grundbausteine legen für das, was du möchtest, für deine Harmonie, für deine Dualität im Außen. Und auch das klären wir natürlich mit dem Tarot. Was kriegen wir denn hier zur Feder? Da fällt eine runter. 10 der Schwerter. Hier ist ein Loslassen angezeigt. Also das könnte natürlich in Kombination hier, weil wir auch den Verlust haben mit der 5, ne, und 4, dann direkt wieder Grundlagen und Vollständigkeit, Fortschritte, Kraft, Stabilität. Ja, du könntest hier irgendetwas verwerfen. In irgendeiner Angelegenheit ist hier ein hohes Risiko angezeigt und ungünstige Quoten. Man sagt auch, wenn die 10 der Münzen auf den Kopf fallen, da ist so negative Energie rund um das Thema Reichtum. Irgendetwas lässt du hier aber los an, vor allen Dingen auch mentalen Blockaden. Du ziehst hier die Reißleine. Letztendlich ist das Ende einer überholten Denkweise hier angezeigt. Du kapitulierst vielleicht auch mit Glaubenssätzen in puncto Reichtum. Vielleicht hast du vorher eher so eine Energie gelebt von
Ich weiß gar nicht, wie man das gerade nennt. Ich komme gerade nicht auf das Wort. Ist auch völlig irrelevant. Auf jeden Fall war das Thema Finanzen wahrscheinlich eher so ein bisschen problematisch, ja? Und das verändert sich jetzt. Aber eher es verändert sich jetzt, Neuausrichtung. Ich denke mal schon, dass du jetzt planst, tatsächlich auch irgendwo dir was anzubauen, sagen wir es mal so, ja? Dass du nicht mehr nur von der Hand in den Mund lebst, so ungefähr, sondern dass du wirklich auch, ja, du möchtest mehr, sagen wir es mal so. Das kommt mir hier extrem stark durch und vor allen Dingen auch ein leichteres Verhältnis in puncto Finanzen. Das kann natürlich auch mit einem neuen Job dahergehen. Ja, vielleicht hast du vorher einen Job gemacht, ja, es war okay von den Finanzen. Jetzt sagst du, nee, ich will aber mehr. Ich bin mehr wert als nur das. Das könnte hier ein Aspekt sein. Dann haben wir hier die 7 der Stäbe, die Angriffsposition, die Ruhe vor dem Sturm. Ach, guck mal an, die Herrscherin fällt raus und der Magier. Ja, du beobachtest hier noch etwas und vor allen Dingen dein ungenutztes Potenzial. Gerade wenn du in die Herrscherinnen-Energie kommst, ne, eine Herrscherin, die ist fruchtbar, die pflegt, die geht in Aktion, die möchte wachsen, die möchte stetige Expansion haben. Und du bist ja hier auch schon als Münzkönigin rausgefallen. Münzkönigin sind keine Menschen, die mit Minimalismus klarkommen. Ja, und die Herrscherin ebenfalls nicht. Die Herrscherin möchte schon ein bisschen Prunk um sich haben. Das heißt jetzt nicht, dass du die dicke Villa willst oder sonstiges dergleichen, aber dass du, ja, du möchtest schon etwas beherrschen und in dem Fall auf jeden Fall deine Finanzen. Der Magier auf dem Kopf steht nämlich tatsächlich auch ein bisschen für Egozentrik, für ungenutztes Potenzial. Du hinterfragst deine Intentionen, wie gesagt, die Ruhe vor dem Sturm, aber auch die Ruhe vor dem Sturm ist in gewisser Weise schon der Aufbruch, weil du dich nämlich anfängst zu fokussieren auf das, was du willst. 7 der Stäbe ist so Mutlosigkeit überwinden, sich erden und schützen, Fortschritte machen, wachsen, für sich selbst einstehen und vor allen Dingen auch eine unerschütterliche Überzeugung. Mit den 7 der Stäben übernimmst du auch die Zügel, weil du entschlossen bist. Entschlossen, dich jetzt durchzuboxen. Also, Wassermann will mehr, ja? 6 der Münzen, Wassermann will auf jeden Fall mehr. Die Veränderung der Umstände zeigt sich hier bereits. Ne? Wir haben hier auch die 6 schon liegen. Veränderung mental, was das Thema Geld angeht. Und dass du kein schlechtes Gewissen haben musst, wenn du jetzt auf einmal mehr haben möchtest. Auch wenn du früher gedacht hast, hey, ja gut, es passte alles. Ne? Das ist das natürliche Recht eines jeden Menschen zu sagen, ey, ich bin mehr wert und ich will mehr haben. Und wenn ich das in meinem bisherigen Job nicht bekommen kann, ja, dann muss ich halt weiterreisen. Ne? Ist ja auch so ein bisschen die Selbstfindungsenergie hier mit den 6 der Schwertern. 6 der Münzen ist auch das Geben und das Nehmen. Das heißt, man möchte natürlich auch eine Gegenleistung haben für das, was man leistet. Die 6 der Münzen stehen aber auch für Geschäftsabschlüsse. Ja, also hier kommt der Zufluss bereits rein. Und dann schauen wir mal, was du hier loslässt oder was dich hier so ein bisschen schockieren könnte im August. Ein vielversprechendes Angebot. Bube der Stäbe, du bist neugierig, du entdeckst dieses Angebot. Ja, und guck mal, ne? Loslassen, damit du die Grundlage hast für das, was du wirklich willst. Die äußere Dualität. Die Mäßigkeit haben wir ja schon hier. Mäßigkeit ist ja, ich will das, ich begehre das und sorge dafür, indem ich die Führung übernehme, damit ich auch das bekomme, damit es mit mir verschmelzen kann. Das heißt, du gehst aktiv ja auf die Sache zu. Ne? Das haben wir hier in Sachen Liebe schon liegen. Hier sorgst du erstmal für die Grundbausteine. Das heißt, dieses vielversprechende Angebot könnte tatsächlich auch damit einhergehen, dass du kündigst. Ja? Wie gesagt, wir haben den Zufluss liegen. Vielleicht ist hier das Angebot tatsächlich so verlockend, dass du gar nicht anders kannst, als Ja zu sagen. Letztendlich entscheidest du dich hier wirklich auch mit dem Herzen dafür, weil das sind nun mal die Liebenden. Das ist die äußere Dualität. Das, wofür wir uns auch mit, nicht nur mit dem Herzen, sondern mit unserem ganzen Körper, mit jeder Faser unseres Körpers dafür entscheiden, für die Harmonie. Die 6er per se stehen ja auch für Lösungen. Dann haben wir hier den Hierophanten.
Ja, Hierophant ist tatsächlich auch ein bisschen Wissenserweiterung. Hierophant steht fürs Lernen, dafür etwas zu meistern. Vielleicht hast du auch jemanden an deiner Seite, weil sich hier Mr. Plüsch gerade reingelegt hat mit, ne, Schatzi? Genau. Und hier möchtest du etwas meistern, etwas lernen. Hier gibt es Erleuchtung, Ausbildung. Hier findet ein Paradigmenwechsel statt, beziehungsweise kann stattfinden, weil neue Paradigmen reinkommen. Und dementsprechend ist hier auch eine Orientierungshilfe angezeigt. Schauen wir mal, was wir jetzt zum Spinnrad bekommen. Wie gesagt, viel Arbeit, aber auch Stabilität. Da fällt erstmal das Ass der Kelche auf den Kopf. Das ist wahrscheinlich noch das Chaos der Vergangenheit. Ass der Kelche, gerade im beruflichen Aspekt, fühlt sich jetzt für mich hier definitiv so an, dass du hier viel Energie verschwendet hast. Ja, dass du deswegen auch diesen radikalen Schnitt machst im August tendenziell, beziehungsweise auch schon, wenn du jetzt im August nicht vorhast zu kündigen, aber schon darüber nachdenkst zu kündigen, dass du im August, wie gesagt, die Vorarbeit leistest, dass du aber mental schon mal den Schlussstrich ziehst, weil du weißt, du wirst da nicht mehr glücklich. Ne? Das Unglücklichsein hier mit dem Ast der Kelche, die Unzufriedenheit, die sich hier zeigt, und eben das blockierte Potenzial, was wir ja letztendlich mit dem Magier auch schon liegen haben. Das heißt, du hattest gar keine Chance, dich in irgendeiner Art und Weise noch weiter dort zu entfalten, und letztendlich jede Seele möchte sich irgendwo das ganze Leben lang entfalten. Mit dem Ritter der Stäbe ist hier deine Abenteuerlust auf jeden Fall gepackt. Das ist etwas, was sehr unerwartet reinkommt tatsächlich. Das ist eine sehr unerwartete, spontane Energie. Und spontan könnte eben auch hier, ja, die Reise bzw. der Wohnungswechsel stattfinden, weil Ritter der Stäbe bringt auch eine rebellische Energie mit sich. Das heißt, die kann das wirklich durch, ja, inspiriertes, impulsives Handeln vorwärts gehen. Dann haben wir hier die 4 der Münzen, allerdings auf dem Kopf. Ja, hier ist das materielle Sicherheitsbedürfnis angezeigt. Du erkennst hier auch in gewisser Weise noch die Instabilität. Wie gesagt, wir haben hier noch ein bisschen Chaos der Vergangenheit liegen. Die 4 der Münzen heißt aber auch Geld loslassen. Das heißt, in dem Moment, wo sich das Verhältnis zum Geld ändert, kann natürlich auch Geld investiert werden. Und gerade wenn es darum geht, zum Beispiel auch umzuziehen, weil die neue Arbeit 100 Kilometer entfernt ist und man nicht jeden Tag 200 Kilometer Arbeitsweg in Kauf nehmen möchte, kann das eben ein Hinweis sein, dass du zum Beispiel auch Geld loslässt aufgrund eines Umzugs, beziehungsweise dich darauf vorbereitest, Geld loszulassen. Ich sehe das jetzt hier in der Situation nicht unbedingt als negativ, ganz im Gegenteil, sondern wirklich, dass du hier investierst. Ne? Wie gesagt, Vorbereitungen für das, was du tatsächlich wirklich willst. Also kein Geldverlust oder sonstiges dergleichen, sondern wirklich Vorbereitung für, ja, für dein berufliches Glücklichsein. Wow, starke Energien hier bei den Wassermännern. Ich bin ja begeistert. Ich bin ja selber auch Wassermann. Ich fühle mich da jetzt nicht drin, nur damit ihr Bescheid wisst. Und drücke all denjenigen, die sich hier wiedergefunden haben, entweder in dem einen oder im anderen Teil oder vielleicht sogar auch in beiden Teilen, wünsche ich natürlich euch einen schönen August. Ganz viel Glück bei der Umsetzung. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke, dass ihr geliked habt und vielleicht auch kommentiert habt und mir vielleicht sogar ein Abo dagelassen habt. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns auch ganz bald wieder. Einen schönen August, ihr Lieben. Bis bald.